Oh, geht weiter. Oh, und es geht direkt los. Repus gegen Blitz. Scary. Scary. Die beiden spielen jetzt? Ja. Rulers Round 1? Alter, okay. Da muss ich erstmal gerade nur quatschen. Ich weiß, es startet gerade schon, aber das war mir gerade nicht bewusst, dass Scary und Rebus gegeneinander spielen. Ich weiß nicht, ob das übrigens bewusst gemacht ist, aber beide Namen sind falsch geschrieben. Wir haben schon seit einem ganzen Set. Rebus. Scary und Rebus. So, warum ist das? Aber die ist das beiden, ne? Also du musst wissen, ja? Die zwei gehören halt so zu der Crew, mit der wir halt wirklich jeden Tag gespielt haben. Entsprechend kennen die beiden sich auch richtig gut. Ne? Wow. Da ist es nicht so, ich rede mal jetzt hier so das Alltägliche, sondern so doppelte, dreifache Psychologie an den Matchups dann, ne? Wo die beiden aufeinander treffen. So nach dem Prinzip, ich weiß, was du gefrühstückt hast, also weiß ich, an welchem Moment du deinen Up-Smash raushaust und so. Ja, man kennt einfach die Playstyles, weißt du, und man versucht dann immer noch einen Schritt weiter zu denken als der andere. Und deswegen bei den beiden ist es immer sehr, sehr spannend. Haben wir aber lange nicht im Turnier gesehen, die beiden miteinander. Ist auch so fast sehr even. Sehr even. Finde ich cool, dass wir direkt hier so wieder so ein Hype-Matchup haben. Oh! Springt wirklich rein. Oh! Da wird er sich ärgern gerade. Zu aggressiv. Und Scary wird sich freuen. Scary! Scary übrigens mit Mark das vorletzte NEZ geholt. Oh! Das ist, was ich meine. Die beiden kennen sich halt, ne? Sehr schön. Natürlich irgendwie auch ärgerlich für die zwei, dass sie jetzt genau auch wieder. Oh. So früh schon gegeneinander müssen. Aber ich glaube, so wirklich will hier keiner den anderen raushauen. Aber zwangsläufig, so ist es natürlich. Das ist sehr, sehr tragisch und da sind die Stakes natürlich auch hoch. Ein Duell zwischen Geschwistern quasi. Kann zwischen Brüdern. Oh, schöner Weg. Ja. Merci. Und hier entkommt. Rebus, der aus der Situation kriegt dann aber den Off-Tilt. Okay. Scary! Ja, Scary! Rebus. Finally! Haben wir die richtigen Namen. Oh, und auch beide auf dem letzten Stock. Beide auf dem letzten Evenly Stock. Matched. Das ist, was ich meine. Das ist einfach so ein Hin und Her bei den beiden. Die kennen sich, die haben beide Bock auf das Ding zu nehmen. Weiß man nicht. Ich kann dir nicht sagen, wie das hier rauskommt. Oh, schöner Read. Wow. Wow, wollte ich mit dem F-Smash-Tipper. Der Grab. Macht das Schild auf jeden Fall schwächer. Wow. Und jetzt haben wir hier aber Kombo-Potenzial. Mit Ascent, das tut doch immer weh. Oh, diesmal hat er geschissen. Okay, hin und her. Ich glaube, da wussten beide gerade nicht ganz, auf welcher Seite sie stehen. Standen sie fast ineinander. Die sehen auch gleich aus. Sehen die auch. Oh, das hat gekillt, als ob. Und der F-Tilt. Hat er ihn mit dem Tipp erwischt oder was? Das war ein Tipper F-Tilt. Running F-Tilt. An der Stelle, bei was war das? Mitte 80, irgendwas, 85% oder so? Ja. Verärgert. Can we get an instant replay on this one? Crazy. So, also. Wir übersteuern übrigens immer ziemlich schnell hier. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie anpassen kann, sollte. Also, mir wurde gesagt, da sei ein Limiter reingehauen. Okay. Vielleicht klingt das nur auf unseren Kopfhörern so. Ich hoffe mal. Das können Sie gut dass, sein. Dass im Stream jetzt nicht die Ohren explodieren, wenn wir herumschreien. Ich mach mal den Stream an hier so. Ansonsten müssen wir uns vielleicht ein bisschen bedeckt halten, aber es ist halt auch einfach Never. Hype so. Was soll man machen? Es ist einfach Hype. Wombo-Kombo-Shit. Wombo-Kombo? Ah! Übersteuern ist halt auch Hype, Digga. Es halt, gehört halt auch einfach dazu. Es gehört auch einfach dazu. Übrigens, oh mein Gott, er spielt Donkey Kong. Ja, oh mein Gott, hörst du auch? Ja, ich hör's auch. Ja, Alter, oh mein Gott, ich liebe das. Ich liebe es, wenn er Donkey Kong spielt. Er hat ja schon in Doubles vorhin Donkey Kong gespielt und das war für mich einfach der absolute Hype-Moment, weil ich finde diesen Charakter, das ist einfach der geilste Charakter. Das ist auch einfach Hype, auch gerade Mark gegen Donkey Kong, das ist so ein Legendary. Das ist so ein Klassiker. Absoluter Klassiker. Come on. Das ist kein Problem für Donkey Kong. Das ist kein Problem, komm, mit seiner Affenpower zelebriert der Gassenhauer. Ich finde auch sehr cool, dass wir hier noch auf Donkey Kong geht. Ich weiß aber nicht, ob das die richtige Entscheidung ist für uns jetzt. Das ist die richtige Entscheidung für meine Herzen. Steht übrigens 1-0 für Scary. Das kann man vielleicht ganz gut machen. Scary dreht weiter auf. Und das meine ich, also Moritz Donkey Kong ist keine Frage.
gehört mit zu den Besten aus Deutschland, würde ich sagen. Donkey Kong. Aber Sketchy ist auch ein super guter Mach. Und wir sehen hier die Reeds. Au. Oh. Oh. Und ja, Donkey Kong ist einfach so fett, ne? Monkey! Der schnell gekommen wurde, aber hier kommt die Abwehr. Und da ist Donkey Kong weg. Ich hab einen Gegner. Ja, aber wir kommentieren hier noch, ne? Wir sehen jetzt wieder den Chatroom übrigens. Okay, cool. Dann kommentieren wir irgendwie groß machen. Ja, alles klar, also falls ihr im Chat am Schreiben seid, falls ihr am Start seid, dann sehen wir euch wieder. Oh, und hat nur noch ein Stock. Ich habe gerade nicht gesehen, wie das passiert ist. Ich aber auch nicht. Das ist ein ganzer Stockbeat hier für. Wie heißt Gert. Oh! Oh! Das kann immer schnell gehen. Frame. Reicht noch nicht, aus der Situation allerdings. Oh, okay. Oh, okay, okay. Down Smash, Up Smash. Down Air, Up Smash. Oh, das war noch kein Tipper, sonst wäre es das gewesen. Und was machen wir jetzt? Kommt jetzt die Kombo. Oh. Das war's. Ja. Ich weiß nicht, ob das Tipper war, aber das war auf jeden Fall einer der Tipper. Damit ist das auch schon vorbei. Nee, Best of Five. Wir haben noch eins. Okay, wir haben noch eins. Wir haben gegebenenfalls noch drei. Also ich gegebenenfalls nichts, noch drei, ja. Nichts abschreiben. In der Produktion vielleicht mal anpassen. 2-0 steht es mittlerweile. Für Skeddy. Danke dir. Ja. Das ist natürlich... Ja, ärgerlich für Repus, denke ich, dass er gerade gegen Safari-Wisserin verloren hat. Er hat Donkey Kong gepickt. Also, du hattest ja selbst gesagt, das war wahrscheinlich nicht so die gute Entscheidung für das Matchup. Ja, kam dann vielleicht eben auch so aus dem Bauchgefühl. So, ja, sind wir ja bei Joker. Ich probiere es einfach mal so. Weil fühle ich. Das ist eben bei den beiden jetzt diese frühe Konfrontation der beiden Spieler. Die wollen sich halt auch nicht raushauen. So, ne? Die wollen natürlich aber auch selber nicht raus. Das ist halt so ein bisschen ärgerlich. Oh, unser Jablock. Nicht Jablock, der Side-Tilt-Block oder die Side-Tilt-Attor. Das ist ein wahres Drama. Und jetzt ist er aber auch wieder zurück. Das wird schon selber gemerkt. Ja. Der Joker hat dann halt auch gesagt, dass ich fließen muss. Ich glaube, das ist die richtige Wahl. Und wir würden uns freuen, hier noch ein, zwei Games zu sehen in diesem Set. Ein, zwei oder drei. Hopp. Und wir sollten hier stehen. Und damit ist es wieder ihm. Oh! Unter Joker will man nicht sein. Über Joker. Das möchte man echt nicht, weil der kann irgendwie so gut nach oben angreifen. Du willst allgemein nicht in der Nähe von Joker sein. Einfach nicht im nicht in der Nähe von Joker sein. Einfach. Oh, schön. Oh. Aber gerade so nicht. Schöne die Eye hier. Sehr schön die Eye. Right. Ja. Oh! Oh, der. Ah! Oh. Das war's, okay. Das ist doch wie Tears Birdie. Repos, dreh auf hier, wir wollen was sehen. 140%, come on, den Stock kann er sich doch jetzt abholen. High percentage singles in your area. Er hat, glaube ich, da den letzten Hit von der Dragdown, die er brauchte, damit es connected nicht bekommt. Immer noch kein Kill hier für Repos. Becker reicht immer noch nicht. Boah, unter Erde steht er auch nicht. Das ist so verrückt, das siehst du bei so vielen Sets sowas. Die kennt sich einfach. Das dann kam ein Frame, also du erst durch den Schaden. Okay, da hat's gereicht. Was war das Downfield? Gucken wir, ob Skelly jetzt hier abwartet. Nein. Natürlich nicht. Ehrenmann, wir wollen Action sehen und er geht zurück auf Plattform. So wollen wir das sehen. Was sagt ihr denn hier, ihr Zuschauer? Meint ihr, Repus hat das nochmal gesehen sogar? Also ich glaube an ihn. Ich glaube an der Stelle auch an ihn. Ich will einfach nur ein, zwei Gangs sehen. Also richtig sieht das gerade nicht aus. Nicht besonders schlecht, aber er ist schon im Rückstand hier. Wir gehen nicht raus. Ab er. Spielt nicht hinterher. Wieder hier. Autsch. Der Uptilt kriegt gerade so nicht. Aber der killt
Tipper. Aber wirklich der perfekte Tipper. Das ist an der Ecke getroffen. Das war auch wieder richtig gut abgewehrt. Allerdings. Und wir sind in der gleichen Situation wie das Jahr vor. Vielleicht letzter Pyrorepus in diesem Set. In diesem Turnier. Der zweite Wind weht immer am stärksten. Er ist mir einfach vielleicht ein bisschen zu übermütig, aber er muss hier das Ganze machen. Oh, aber Skelly dreht auf, lässt es nicht mit sich machen und da ist und der das F-Tilt. Ist clean. Ah, und der okay. F-Tilt entscheidet das Ding hier 3-0. Und mit zwei Stocks noch. Er hat sich im letzten Stock hat er sich einmal treffen lassen. Crazy.